Hallo und schön, dass du da bist. Wir wollen heute die Purge testen auf allen Leveln. Dafür habe ich hier eine neue Purge Base gebaut. Die ist insbesondere so gestaltet, dass sie sehr übersichtlich ist, was mir natürlich für die Aufnahme hier wichtig ist. Ich habe 4 von den neuen Ballisten installiert und möchte diese Ballisten testen in dieser Purge. Wir haben hier im vorderen Bereich einfach das Tor gleich mal weggelassen und haben hier dafür 10 Berserker stehen, sowie oben jeweils mehrere Bogenschützen und dann natürlich die Belagerungskessel mit dem Teer über den Türen. Hinter dieser ersten Sperre haben wir dann so eine Art, naja, Labyrinth wäre übertrieben, aber verschiedene Gänge, wo auch nochmal Kämpfer positioniert sind. Und hier im hinteren Bereich habe ich jetzt nochmal 5 Kämpfer aufgestellt und ein Häuschen für den Schatzmeister. Die Frage ist, was hat sich geändert und wie wird sich diese Base hier in der Purge behaupten? Das Ziel dieser Base soll auch sein, dass sie sich sozusagen selbst verteidigt, ohne dass ich jetzt besonders viel eingreifen muss. Ich habe aber trotzdem nicht immer widerstehen können, auch mitzukämpfen zwischendurch. Ich muss euch allerdings dazu sagen, ich war die meiste Zeit im Creative Mode. Die Stufe 1 und 2 der Purge sind eigentlich abgelaufen wie bisher auch. Es hat da keine Veränderungen gegeben. Ich hätte nichts bemerkt. Und so wie die Purge jetzt aufgebaut ist, also wie die Purge Base aufgebaut ist, hat sich das absolut bewährt. Auf jeden Fall für diese Stufen erstmal. Ob das so weitergeht, werden wir dann später noch sehen. Die angekündigten Neuerungen sind ja so Kommandotrupps von ungefähr, glaube ich, 5 Kämpfern, die daran zu erkennen sein sollen, dass sie einen Anführer haben. Dann haben wir die Trupps der Diebe, die getarnt sein sollen. Und dann haben wir natürlich die Golem-Truppen, die gerufen werden von einem Magier. Und wir haben den Magier, der dann den Kometensturm auf die Purge Base loslässt. Von diesen habe ich in den ersten 2 Purges nichts gesehen. Nachdem ich die dritte Purge gestartet habe, habe ich dann versucht, mich so zu positionieren, dass ich ja euch auch diese Kommandotrupps oder wer auch immer da kommen mag, gut zeigen kann. Also ich kann an der Stelle schon mal verraten, ich habe dann irgendwann mal welche gefunden später, aber nicht so richtig eindeutig zu erkennen gewesen. Also angeblich bewegen die sich langsamer und so, also das habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Und ich habe auch nur eine Sorte dieser Kommandotrupps tatsächlich erkannt. Das hier sind auf jeden Fall alles ganz normale Angreifer, wie wir sie ja eh schon kennen. Wie ihr hier sehen könnt, hat die Verteidigung mit den Giftgaspfeilen und mit dem Teer und natürlich auch mit meinen Berserkern hervorragend funktioniert. Also ja, die fallen hier am Eingang um wie die Fliegen, da kommt kaum einer mal durch. Das hat richtig klasse funktioniert. Und dann sind tatsächlich die ersten Diebe aufgetaucht hier. Ja, getarnt sind sie nicht gerade. Wir haben sie sofort erwischt. Das waren jetzt Diebe der Stufe 1. Dann sind später noch Stufe 2 und ich glaube sogar auch Stufe 3 Diebe gekommen. Wie gesagt, das mit der Tarnung der Diebe scheint im Moment hier wirklich noch nicht so richtig zu funktionieren. Aber ich denke oder ich hoffe, dass das bis zum Update am 2. April dann geklärt ist. In Stufe 5 kamen jetzt große Mengen von diesen Gefangenen, von Lemurianern, von Stygian.
ja, das war's eigentlich. Also keine Spezialtruppen in Sicht und auch keine Golems oder irgendetwas anderes. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe die Mauern extra nicht besonders hoch gebaut, damit meine Bogenschützen besser auch nach unten schießen können. Ja, hier haben wir jetzt Stygia, da dachte ich zuerst, das wäre ein Spezialtrupp, aber das sind auch alles nur normale Stygia. Was man hier jetzt gerade gut sehen kann, Funcom hat das Stamina-System angepasst und es dauert immer jetzt länger, bis sich deine Stamina wieder regeneriert und das macht sich sehr, sehr, sehr bemerkbar im Kampf, habe ich festgestellt. Also sie haben zwar gesagt, es ist eine geringfügige Verzögerung, aber ja, also man merkt es. Ja, und dann habe ich die Stufe 6 gestartet und ich dachte erst, da ist ja überhaupt nichts los. Da kamen ganz wenig Angreifer und dann plötzlich kommen die Golems. Und schaut mal, wie die rennen. Kann man noch so sehen. Ich bin sofort natürlich zu meiner Ballista gegangen und habe gedacht, okay, jetzt schauen wir mal, ob wir die Golems mit den Sprengköpfen abfangen können, indem wir auf sie schießen. Also, was fällt bei der Ballista auf? Es dauert ewig, bis sie mal geladen ist. Zu zielen hat sich als unglaublich schwierig herausgestellt, finde ich zumindest. Ja, ich habe nie wirklich gewusst, wo ich hinziele, beziehungsweise man muss ja dann auch immer gucken, wo laufen die hin und was ist gerade die richtige Höhe und so weiter. Ja, nicht so einfach. Das habe ich dann relativ schnell, ehrlich gesagt, wieder aufgegeben mit der Balliste. Und es kommt natürlich noch hinzu, dass momentan nur du selber die Balliste bedienen kannst und kannst da keinen Thrall reinstellen, was natürlich an und für sich schön gewesen wäre. Und es sind hier natürlich etliche Golems hingekommen, aber wie er eben gesehen hat, hat mich relativ schnell, nachdem die Golems angefangen haben anzugreifen, der Commander hier gechallenged. Und ja, damit war das dann relativ schnell beendet, das Ganze. Weil ja der Angriff aufhört in dem Moment, wo der Commander tot ist. In Stufe 7 war eigentlich erstmal gar nichts Besonderes los. Und in Stufe 8 ging es dann schon ziemlich ab, muss ich sagen. Gut, wir hatten in allen Stufen eigentlich immer die Diebe, die aber nie getarnt waren und ja, dadurch auch nicht wirklich eine größere Bedrohung als alle anderen. Meine Truppe hier vorne hat sich gut geschlagen. Keiner ist über diesen ersten Vorhof bisher hinausgekommen. Dass wir auch wieder von Golems angegriffen werden, hätte ich beinahe übersehen. Ja, aber dann habe ich es dann doch mitbekommen und habe gesehen, hier marschiert wieder die Golem-Armee. Diesmal etwas langsamer und ich habe mir gedacht, okay, ich gucke jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich sie hier vorne abfange. Ich habe dann schon so ein bisschen Panik gekriegt, weil ich dachte, naja, ich will nicht, dass sie mir die ganze Base irgendwie zerstören. Mir ist aber natürlich schon klar, wenn ich die so töte, hier in Anführungsstrichen, diese Maschinen, wenn man die töten kann, dass die explodieren und dass das natürlich auch, wenn ich nicht im Kreativmodus bin, gefährlich ist. Ich muss allerdings sagen, wenn man sie in Ruhe lässt, dann hauen sie einfach nur auf der Mauer herum und explodieren auch nicht. Also sie würden dann genau wie beim ersten Mal natürlich einfach ausfallen, wenn der Commander irgendwann getötet ist. Ich bin dann extra hierher gerannt, um zu gucken, ob es so einen Golem-Meister gibt, den ich töten kann und damit sozusagen diese Invasion der Golems stoppen kann. Den gab es aber nicht. Also ich nehme an, den wird es wahrscheinlich nie geben, weil das wäre dann vielleicht zu einfach. ja. Aber ihr seht, die explodieren und das Gute ist, die eigenen Truppen, also
unsere feindlichen Truppen, die werden genauso auch getötet durch den Golem, der da explodiert. Und in dem Fall hat es tatsächlich irgendwann auch einen meiner Kämpfer erwischt. Das habe ich aber erst später gemerkt. Ja, und ich gucke dann hier nochmal, was passiert denn, wenn ich jetzt so einen Golem hier kaputt haue. Und es dauert immer eine Zeit, also man hat schon einen Moment, wo man wegrennen kann, um nicht selber auch in der Explosion zu landen. Nichtsdestotrotz sind sie hier nicht durch den Vorhof gekommen. Und ja, dann kamen noch Kitana dazu, die mit angegriffen haben. Aber ja, also ich glaube, die beste Strategie ist einfach, die Golems ein bisschen auf der Wand rumhacken zu lassen, ohne sie anzugreifen, wenn das möglich ist. Also sofern eure Thralls das nicht machen und die Thralls nicht angreifen, was ich bei meinen nicht gesehen habe. Meine Thralls sind nicht auf die Golems gegangen. Es hatte sich auf jeden Fall bewährt, dass ich die Wände doppelt dick gebaut habe, also mindestens mit doppelten Fundamenten nach außen hin und dann noch zusätzlich diese Schräge dort angefügt hatte. Ja, weil die Schräge war eigentlich das Erste, was dann kaputt gegangen ist. Und so viel Schutz macht absolut Sinn gegen diese Golems. In Stufe 9 ist dann einiges passiert. Das schauen wir uns gleich an natürlich. Ja, ich bin dann mal so gucken gegangen, was da beim Styria Camp los ist. Und sehe plötzlich, dass da ein Eroberer ist mit einer kleinen Truppe. Vermutlich hatte ich schon die Hälfte der Truppe getötet, bevor ich das gesehen habe. Und ja, sie war eben eine von diesen Spezialtrupps. Da kommt aber, glaube ich, später nochmal eine. Das Portal da im Hintergrund, habt ihr das gerade gesehen? Das habe ich erstmal gar nicht entdeckt. Ich war hier voll damit beschäftigt, irgendwie meine Giftpfeile zu verschießen. Oh nein! Und dann merke ich natürlich, dass da was anderes passiert. Ja. Oh oh. Oh oh. Jetzt wird's lustig. Ich gehe mal in Flugmodus. Oieieiei. Der hat schon mal getroffen. Das ist jetzt Stufe 9, ne? Ui, guck mal. 1, 2, 3. Die anderen sind irgendwie uninteressant offensichtlich. So, jetzt wird's spannend. Ich lasse das jetzt mal durchlaufen, weil schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden, denke ich. Oder ich lasse es mal zumindest eine ganze Zeit hier laufen, ja. Mhm. Ja, da geht schon ein bisschen was kaputt. Kann natürlich sein, dass dann irgendwann hier die Platten weg sind und der Weg ist nicht mehr auffindbar. Das kann sicher auch passieren. Okay. Krass. Also es gibt immer diese drei wirklich echten Meteoriten. 1, 2. Wo ist Nummer 3? So. Was wir aber tun können, glaube ich. Kreativmodus verlassen. Mal gucken, ob wir ihn töten können. Ja. Ja. Das war's. Also. Das wäre natürlich weitergegangen, wenn ich den Magier nicht getötet hätte. Ist klar, ne? Und da haben wir Sternmetall, das wir ernten können. Was haben wir hier?
Das ist Sternenmetall, ja. Okay. Und was ist das? Das sieht doch auch irgendwie nach was aus. Oder auch nicht. Da ist ein bisschen was. Ah ja, das sind diese Klumpen, die da runtergekommen sind. Okay. Ja, aber. Hier ist noch alles in Ordnung. Alles okay. Also man kann es stoppen. Das ist ja schon mal wichtig, ne? Ich meine, das ist zwar nur eine Testbasis hier, aber ich wollte mir jetzt nicht die ganze Basis zerstören lassen. Hier ist ganz gut was los. Ah ja. Oh. Okay. Nur fliegen ist schöner. Ja, vor der nächsten Runde würden auf jeden Fall einige Reparaturen notwendig sein. Das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen, ja. Was mir an dieser Stelle gerade nochmal eingefallen ist, was ihr vielleicht noch nicht mitbekommen habt. Bisher waren ja die Träger immer sehr starke Begleiter. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass zumindest jetzt hier auf der Beta Funcom die Träger ordentlich genervt hat. Die sind gar nicht mehr so interessant. Die haben wesentlich weniger Gesundheitspunkte mittlerweile. Und wir haben die Kamele, die viel tragen können, die auch stark sind. Da ist es halt fraglich, ob man dann so einen Träger mitnimmt, die ja auch nicht unbedingt so stark sind im Kampf selber. Ja, nachdem Stufe 9 fertig war, habe ich hier natürlich erstmal alles soweit es geht repariert. Ich hatte dann irgendwo noch einen Block vergessen wieder einzufügen, aber das hat keinen Unterschied gemacht. Und ich war jetzt an dieser Stelle hier wirklich guter Dinge, dass wir auch die Stufe 10 gut überstehen würden. Ja. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Und die Stufe 10 war ein großes Gemetzel. Hier haben wir wieder so einen Eroberer, der eine kleine Truppe anführt, aber ja, im Kampfgewühl wieder recht spät eigentlich gesehen von mir. Und wir werden es gleich sehen. Meine Truppe aus 10 Berserkern ist dem Ganzen hier nicht gewachsen. Und einer nach dem anderen geben sie leider auf, wenn man so will. Ich hätte mir selber vielleicht auch ein paar Gesundheitspfeile mitnehmen sollen. Oder ich... und einige hatten auch nichts mehr zu essen. Ja, und ihr seht hier, die fallen um wie die Fliegen. Ich habe dann versucht herauszufinden, wer von meinen Leuten hier überhaupt noch lebt. Der Angriff war so massiv, da hatte ich echt den Überblick ein bisschen verloren. Und es waren nicht mehr viele, ja. Und dann habe ich auch gesehen, dass hier die Demolisher mittlerweile durch sind. Also noch nicht durchgebrochen, aber ich habe mir dann überlegt, dass ich sie durchbrechen lasse, um zu sehen, was passiert, wenn der hintere Bereich angegriffen wird. Aber solange ich vorne noch einige Berserker zur Verteidigung hatte, sind da eigentlich nicht wirklich viele durchgekommen. Allerdings irgendwann waren dann tatsächlich alle meine Berserker hier vorne tot. Ja. Also da war keiner mehr über. Und auch aus diesem labyrinthartigen Bereich waren dann die ersten schon hier rausgerannt. Dieser Kampf war dann um einiges länger als die anderen Kämpfe. Mindestens 5 Minuten, eventuell mehr. Und ihr seht hier, die einzigen, die mal so durchgekommen sind als erstes, waren hier die Diebe. Aber die können irgendwie auch die Türen nicht wirklich aufmachen. Also ich habe keinen einzigen Dieb gesehen, der mal eine Tür aufgemacht hätte.
Der Kampf hat hier gefühlt ewig gedauert. Das kann man auch daran erkennen, dass es zwischendurch schon wieder Tag geworden ist, beziehungsweise Nacht und dann Tag. Und ja, es sind Massen an Dieben gekommen. Es sind, wie ihr hier seht, Massen, eine ganze Kolonne an Demolishern ist hier unterwegs. Aber durchgekommen ist im Endeffekt wirklich niemand. Ja. Die haben sich da irgendwo dann an den Türen aufgehängt, beziehungsweise wurden vorher dann getötet oder sind hier dem Gas zu Opfer gefallen. Ja, also natürlich kommen sie irgendwann durch die Tür durch, das ist klar. Also nach 3 Schlägen oder so. Aber das ist etwas, schau, da hat sich schon wieder einer meiner Berserker eingemischt. Also alles gut. Und es wurde schon wieder Abend, als mich der Commander gechallenged hat. Wir haben gut verteidigt. Alles war prima bis zur letzten Runde. Ich glaube, ich gehe mal fliegen. Die sind noch da. Die sind noch da. Ups. Er ist noch da. Ich glaube, da hatte ich niemanden hingesetzt. Die sind noch da. Die 5 sind noch da. Ja, hier hinten ist ja nicht viel passiert. Da ist noch einer. Ja, wir haben schon einige verloren. Also fix, ne? Aber die Bogenschützen haben alle überlebt. Und zu Beginn hatte ich hier vorne 10 Kämpfer. Jetzt haben wir hier 0. Aber hier an jeder Tür stand ein Kämpfer. Da ist jetzt noch einer. 2, 1, 2, 3. Ja, und dann sind von denen auch noch 3 gestorben. Ja, es kommt hin. Hier hinten waren nämlich auch 10 Krieger. Mein Resümee: Die neuen Zusatzinhalte für die Purge geben dem Ganzen auf jeden Fall einen neuen, interessanten Kick, finde ich. Die Ballisten finde ich, ja, nicht so toll im Einsatz. Also man kann schon mit ihnen zielen und wenn das gelingt, dann sind die auch stark. Aber wenn du alleine spielst und bedienst die Balliste, dann kannst du halt nicht sehen, was an der anderen Ecke passiert. Ja? Und die sind halt sehr langsam. Das finde ich nicht ganz so toll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo oder ein Like da. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Oder einen Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.